Hallo und herzlich willkommen hier zu diesen wunderschönen Hände hochschmeißen, meine lieben Freunde. Und zwar ist ja mein alljährliches Adventsspezial wieder dran. Und zwar könnt ihr da mit teilnehmen. Ja, genau hier. Thank you, Santa. Ich habe mir das richtig schöne, guck mal, das Feuerwehrauto an. Und hier diese Zuckerstange und die ganz vielen Geschenke und dir Geschenk und da Geschenk und hier ein Teddybär und hier eine Sammlung und hier wunderschön und hier so Kugeln an die Wände und wenn man hier so rausgeht, ne, hier so ist ein Eisengitter im Echt, aber das schaut ja auch super aus. Hab ich mir noch ein paar Kugeln hingemacht. Dort fliegt Fledermäuse. Okay, wo kommt die her? Ja, hier ist noch ein schönes Dach. Wunderhübsch. Also ich finde es hübsch. Ne? Also haben die Entwickler mal hier was Gutes geleistet. Das sind natürlich Stufen, ne? Wenn man hier so hier hoch geht. Ne? Aber ich finde das richtig cool, wie die hier sowas gemacht haben. Und wenn mich das gar nicht täuscht, ist das von Blue Monkey. Ne? Also der animiert ja auch Minecraft-Sachen und ich weiß nicht, ob der damit Sparks Property greift, irgendwie was abgemacht hat, keine Ahnung, darum soll es heute nicht gehen. Und zwar, ihr seht hier 4x4-Rahmen mit Geschenken drin und anderen Stuff. Und zwar steht da auch links daneben 1. bis 4. Advent. Sozusagen kommt das Video immer am 1., 2., 3. und 4. Advent raus. Insgesamt 4 Videos und am Folgesonntag, beziehungsweise vom 4. Advent aus, ist ja der nächste Sonntag schon der erste Weihnachtsfeiertag. Deswegen kommt das da schon am Samstag, also am Weihnachtstag sozusagen. Und da habt ihr die Chance sozusagen etwas zu gewinnen. Und zu gewinnen gibt es dreimal 10 Euro Paysafe Card, einmal 20 Euro ein Steam Key und einmal 30 Euro Steam Key. Und bei den Steam Keys ist das so, ich tue euch dann nicht irgendwie nur 30 Euro geben oder 20 Euro, sondern ihr könnt euch ein Wunschspiel aussuchen und das kaufe ich euch bis zu diesem Betrag eben, also ein Steam Key sozusagen 20 Euro, dann bis 20 Euro muss das Spiel teuer sein oder darf das Spiel teuer sein und das schenke ich euch dann, tue ich euch über Steam zuschicken und das gleiche dann auch mit dem 30 Euro Steam Key. Ich werde nicht verraten, unter welchen Rahmen das steckt. Also, das ist eben versteckt hier. Und ihr müsst einfach dann in die Kommentare schreiben. Natürlich ist jede Zeile dann für sich. Also, der erste Advent ist eben die erste komplette Zeile, die vier verschiedenen Items, die da drin sind. Und das betrifft in diesem Fall jetzt das orangene Geschenk, das lilane Geschenk, das grüne Geschenk und der Lebkuchenmann. Und ihr schreibt einfach in die Kommentare, was euer Tipp ist. Und wer die meisten Likes bekommt. So war es letztes Mal. So ist es jetzt nicht. Jetzt ist es anders. Und zwar, wer einen Kommentar schreibt unter den Hashtag Esmen Advent 2016. Also Esmen Advent 16. Das wird jetzt hier unten eingeblendet. Und daraus wird dann random einer ausgewählt. Und das, was der getippt hat, das wird hinten aufgeploppt. Und das sieht dann folgendermaßen aus. Ich hau hier so einen Rahmen ab. Ich mache das jetzt natürlich nicht, weil dahinter ist schon was geschrieben. Ich mache dann so einen Rahmen ab, klopfe den Holzblock dahinter ab und dahinter, da ist ein Schild oder ist kein Schild. Wenn da ein Schild ist, habt ihr Glück, da habt ihr vielleicht was gewonnen. Aber es kann auch sein, dass dahinter nichts ist und da habt ihr nichts gewonnen. Also es kann immer sein, dass da was ist. Wie gesagt, es gibt zu gewinnen 3x10 Euro Paysafe Card. Einmal 20 Euro ein Steam Key und einmal 30 Euro ein Steam Key. Wo die versteckt sind, verrate ich nicht. Unter den Hashtag
Esmen Advent 16 könnt ihr teilnehmen. Da müsst ihr einen Kommentar schreiben mit dem Hashtag Esmen Advent 16 und dahinter euren Lösungsvorschlag. Wie gesagt, nur die erste Zeile geht für dieses Video. Die zweite Zeile für zweites Video, die dritte fürs dritte und die vierte fürs vierte. Wollte ich nur Bescheid geben. Orangenes Geschenk, lilanes Geschenk, Lebkuchenmann oder grünes Geschenk. Könnt ihr jetzt auswählen und ihr habt Zeit bis, so, bis zum 3.12. 23.59 Uhr. Bis zum 3.12. 23.59 Uhr. Und am 4. gibt es sozusagen die Verlosung und gleichzeitig sozusagen das zweite Gewinnspiel, also die zweite Runde, kann man schon sagen. Ne? Dann, ich drücke euch die Daumen und wir sehen uns dann nächstes Wochenende wieder, wenn es wieder heißt Adventsspeziale hier auf dem südesmeraldischen Fernsehen. Ciao, ciao, viel Glück und frohe Weihnachten natürlich auch, ne? Frohe Adventszeit und so weiter.